Hallo, ihr Sipdam-Tube. Hallo. Und ihr seid heute mal mit dabei. Ja. Im Gegensatz dazu nicht. Denn ja, heute gibt es eine coole Challenge. Und zwar... Nicht für kleine Kinder. Wir hier. Nicht für kleine Kinder. Naja, Ash ist auch nicht mehr so klein. Also es gibt so echtes Essen, normales Essen und das gleiche in scharf natürlich. Ich bin gespannt, wie scharf das sein wird. Ich kann es nicht einschätzen bisher. Du irgendwie? Also ein bisschen Schärfe können wir ja auch noch, ne? Ja. Es sei denn, das ist ein ganz... Okay, schon, denn so schlimm wird es dann auch nicht sein, vermute ich mal. Wir werden schon rot anlaufen. Wird man sehen, ich... Und Schweißausbrüche bekommen. Und ich würde sagen, jetzt geht's los. So, dann wollen wir mal sehen. Hier ist also der erste Gang. Braucht ihr noch Messer und Gabel? Bekommen wir dann drei Gänge. Ach, ich nehme noch gerne einen Nachtisch dazu. Am besten noch davor so eine Suppe. Ja, bitte eine Vorsuppe. Und danach hätte ich mir gerne noch einen Nachtisch halt und so. Schere, Schnapp, Papier. Dann fang mal an. Ich mache schon mal das nächste. Okay. Wie geht denn das? Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Das gibt's doch gar Stein, nicht. Schere, Stein, Papier. Nochmal. Guck ich mal. Schere, Stein, Papier. Ach, ich mach mal was aus Prinzip, dass das immer auch geht. So. 3, 2, 1. Boom! Ah, jetzt weiß man natürlich, was scharf ist und was. Ich glaube, das ist scharf. Oder nicht? Wir beißen weiter rein. 3. Scharf. Scharf. Meine auch ein bisschen scharf. Meine ist ganz doll scharf. So, wir machen das auch heute mal ein bisschen anders. Ja, stimmt. Das ist eine gute Idee. Und zwar, das ist das hier, was Mama hatte. Ja, scharf. Die Hälfte reicht, oder? Zählt das? Pepperoni, handgefüllt, bunt, scharf. Mhm. Meinst du auch scharf? Und das hier? Aber es ist mild eigentlich. Ich bin Gänsehaut. Das sind Pfefferonen. Pfefferonen, das heißt ja auch schon mal ein bisschen scharf, aber handgepflückt, mild, pikant. Auch Milch. Ich dachte, das wäre immer so gar nicht scharf. Mein Mund brennt. Gib mal so. Das zu probieren. Die ist auch scharf. Schnucki, du musst hier auch scharf, ganz scharf. Ja, Schnucki, du musst scharf. Hier mein Mund alles auch schon. Ich dachte, jetzt wäre es gar nicht scharf. Mama schon sagt, die ist scharf. Und da kommt plötzlich bei mir so die Schärfe nochmal rein. Bei mir war es ganz scharf. Wir waren hier von vornherein schon. Wir machen so, mal Schere, macht euch hier bereit für Gang Nummer 2. Wow. Wir machen Schere, Stein, Papier, oder? Ja. Genau. Ihr dürft euch das auch so Schere, Stein, die Hölle hier. Schon wieder. Nämlich das, was vor mir steht. 3, 2, 1. Es sieht nicht. Das ist ein Brotaufstrich. Aber der sieht einfach wirklich 1 zu 1 gleich aus. Paprika. Bitte, das meinst du nicht scharf. Also die Peperoni war gerade so scharf, deswegen glaube ich, fällt das hier dann nicht auf. Scharf? Ja. Ich sage schön zum Glück. Die Schärfe kommt jetzt. Meinst du scharf? Hilfe! Das war aber sehr ist lecker. Das ist ein Brotaufstrich. Achso, genau, ich wollte ja zeig mal die. Ich finde auch. Willst du von mir was abhaben? Ja, das haben wir so. Das schmeckt sehr gut, aber sehr scharf. Hier gibt es jetzt einmal, da du das Scharfe hattest, ja, war das wahrscheinlich hier Chili. Paprika Chili und Max. Hatte dann einmal mit Zucchini, kann das sein? Toskana. Ja, aber es schmeckt wirklich sehr gut. Toskana. Da kann man das sehen, ne? Heißt das so? Streichcreme. Mhm. Toskana. Ja. Esse ich gleich gerne weiter. Kommt ich dann auch. Dann ich gleich. Auch meins. Deins? Ja, ganz scharf. Ja, aber nicht so scharf wie Peperoni. Peperoni war ja extrem scharf. Ich hab kurz überlegt, meins ja scharf war, aber naja. Schere, Stein, Papier. Also ist jetzt, jetzt andersrum. Okay, das heißt, du darfst ja aus. Vielleicht hast du ja Glück und Peace. Nicht scharf ist. Mal gucken. Machen wir keins aus, wer was aufbaut. So, dann wählen wir mal. Welchen möchtest du? Dann nehme ich das jetzt. Das für dich. 3. Und guten Appetit. Danke. 1. Jo. Das sind die Nicknacks. Stopp. Man sieht bei den Nicknacks, meine sind dunkler. Beide sind dunkler. Ich glaube, vielleicht habe ich das im Glück. Und das ist dann, das sind die normalen Nicknacks. Aber vorweg, ich habe die schon mal vor einem Monat oder so gegessen auf meinem Kanal. Meine sind normal. Meine war scharf. Fällt mir so auf? Ich glaube, die Schärfe kommt sowieso erst hinterher. Wenn man das auch gekauft hat. Oder? Ich würde sagen, die sind ganz, ganz, ganz minimal scharf. Zeig mal. Zeig mal, eher die dunklen. Ja, waren die scharfen? Ja, das sind einmal hier die Nicknacks. Die sind ja nicht scharf. Ich finde, die sind voll nicht scharf.
Hier steht schon so ein Schweizer Tischstern und das ist nicht klar. Ja, das war nicht von und das hier sind aber die Knickknacks normal. Ich hab Peperoni. Ja. Super lecker. Essen wir gleich weiter. Ich mein auch okay. Schade. Ja. Ich hab aber irgendwie meine linke Seite so voll geschärft. Und dann Peperoni. Schere, Papier. Schere, Papier. Wie schneiden wir durch? Jetzt kommt hier was richtig Gutes. Habt ihr schon gewählt? Wer möchte was? Wer darf? Dann wähl mal. Das für Mama. Das für mich. Das für Max. So, guten Appetit. 1, 2, 1. Schokolade. Das ist alles weiß, die gleiche Schokolade wie einmal scharf, aber nicht scharf. Wir können halt gucken. Wir können dir mal was zeigen. Also. Die sieht einfach 1, 2, 1 gleich aus. Ja. Deine? Ja. Meine. Oh, meine ist scharf. Aber lecker. Schmeckt sehr gut. Und? Meine ist scharf, oder? Das war Lind. Ja, wie merkst du das eigentlich? Chili. Mhm. Ja, weißt du mal was? Es steht doch drauf, dass scharf ist. Ich sehe, wem hier der Schweißballett steht. Mhm. Und Max hatte hier einmal Excellence 70% gekauft. Edel bitte. Das war von hier. Aber Schafe schmeckt auch. Schafe. Schafe. Oh, echt gute Sachen. Wir müssen schnell Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Okay. Ich nehme das. So. Jetzt bringt heute mal hier die Schärfe an den Tisch. Ja. Ist bei mir reingetan? Weiß man jetzt noch nicht. 3, 2, 1. Guten Appetit. Danke. Achso. Okay. Okay. Wir haben jetzt okay. So eine Cabanossis. Mini Cabanossi. Er kann sagen, ob es scharf ist, weil ich weiß es nicht. Ich meine, es ist scharf. Schmeckt da keinen Unterschied mehr. Doch. Oder? Bin ich scharf? Die Schärfe kommt doch jetzt. Im Nachhinein. Bin ich scharf? Ja. Scharf! Also, das waren die beiden Sorten hier. Achso, genau. Ich möchte mal gerne einen davon haben. Gucken, ob das so krass das ist. Scharf. Ist. Echt jetzt? Ja. Hier werden die Würstchen geflattert. So, Deckel drauf. Und dann kommen wir zum nächsten Gang. Oh ja. Nehmen wir diesmal ein Eis? Ja, das Eis, das kommt. Und? Ist scharf. Die Schärfe kommt jetzt. Gleich. Und? Jetzt. Doch. Ich schmeck das ehrlich nicht. Keine Geschmacksnerven. Ja, ich schmeck, dass das so ein Würstchen war. Ein Würstchen schmeckt das auch. Aber ich schmeck nicht, dass die ganze scharf sah. Scharf. Ich bin schon gespannt auf den Restaurant. Schon mal ja, Schärfe stand da. Okay. Ich schneide. Aber ich krieg bestimmt sowieso wieder scharf. Voll unfair. Was nimmst du, Mama? Kannst du rauswählen wieder. Dann wählen wir. Ash. Bestimmt scharf wieder. Ja. Dann nehme ich das hier. Und guten Appetit. Danke. Wir können reingucken. 3, 2, 1. Zack. Jetzt sind die denn? Nein, meine ist größer. Oh, okay. Gewürzgurke. Ich glaube, ich habe die Schärfe schon wieder. Aber die Schärfe, die ich schon vorher hatte, schmeckt ich schon gar nichts mehr. Meine wieder. Okay. Oh. So. Krieg ich auch mal, was nicht scharf ist. Also, ich bin der Schärfenmann. Hier hatten wir scharfe Cornichons und normale Gewürzgurken. Das waren die beiden. Scharf. Mama hat immer die Schärfe scharf. Hier, ne? Samba. So, hier kommen wieder die zwei zur Auswahl. Okay, ich Max. Max darf aussuchen. Dann, bitteschön. Dankeschön. Ich bin scharf. Und guten Appetit. Achso, Entschuldigung, jetzt habe ich schon 3, 2, 1, 0. Yeah! Okay, Chips haben wir. Ich habe die scharfen, glaube ich, schon wieder, weil sie dunkler sind. Ja. Habe ich die scharfen? Stimmt das? Die riechen doch schon so. Jo! Wir sind scharfer als Peperoni! Mama, was machst du? Das gibt's doch gar nicht! Wir sind schärfer als die Peperoni, im Ernst jetzt. Das sind ja, das mega gute. Mac, kannst du schon was Scharfes heute? Ist mal! So, das hier, sind die Mama hatte. Ich will doch mal eine. Da steht sogar drauf, extrem scharf. Ich will auch gerne mal. Und das sind die Gewürze davon. Kannst du? Hey, darf ich auch mal eine? Die sind schärfer. Die sind schärfer als die Peperoni, im Ernst jetzt. Ja, kannst du. So ein Stückchen schärfer.
ist das Ganze. Kriegen wir noch mehr? Wenn nicht, dann bräuchte ich es nicht. Deckel und dann geht's weiter. Perfekt, oder? Auf zum nächsten Gang. Ich bräuchte mich. Trink. Bitte, also. Nee, nicht Wasser. Dass die Chips so scharf sind. Kein Wasser, kein Wasser. Nein. Oh meine Güte, brauchst du auch was? Gut. Na. Gefühlt ist es gerade so, dass meine rechte Hälfte. Mein Auge trainiert, oder? Mhm. Mein Auge trainiert einfach, okay. Das rechte. Ja. Also. So, ihr beiden. Hier, was ist das denn? Schere, Stein, Papier. Habt ihr schon gewählt? Höre, Stein, Papier. So. Okay. Hä? Achso. Euch steht so ein bisschen Schweiß auf der Stirn. Das lässt gar nicht nach. Aber ich denke mal, mir auch mit Milch bringt es nichts. Hat nicht einer gesagt, Milch trinken? Nee, das bringt doch nicht. Oh. Ich nehme das hier. Ich muss einfach dann dabei bleiben und immer noch mehr essen. Ja. So. Nein. Guten Appetit. Bei mir steht explosiv drauf. Ha? Dann gehst du gleich an die Decke. Also bei mir brennt der ganze Mund. Bei mir mein Rachen. Auch. Und mein Zunge. Ja, wenn bei mir schon explosiv draufsteht. Bei mir ist nur Salmiak. Aber es ist alles ein bisschen scharf. Mag Salmiak. Und? Aber kann nicht so scharf sein wie die Chips gerade eben. Ich spitze auf der einen Seite. Ja. Also, Salmiak ist auch nicht so mein Ding. Ist eine Füllung? Geht und die ist klar. Bestimmt scharf. Mhm. Doll? Mhm. Nein? Mir? So, wie sieht's aus hier? Nix hatte. Was ist das? Ich diesmal nicht Salmiak. Ich hatte die explosiv. Okay. Genau. Ja. Hier haben wir einmal die Salmiak explosiv. Guck mal, hey, ist alles gut? Neue. Und das hier hatte Mama. Sind die jetzt scharf? Oh, ja. Gut. Kommt gleich der nächste Gang. Bei mir ist die rechte Seite verbrannt wegen dem Chips. Ja, die Chips waren der Hammer. Diese Kessel ist schon fertig. Nein. Ja, scheiß auf hier. Nochmal. Aber ist egal, du gewährst dich. Du kannst das auch so jetzt. Bestimmt gibt es unter euch da draußen auch jemanden, der so scharf ist, richtig gerne isst oder so. Schreibt mal gerne unten in die Kommentare rein. Genau. Ich bin nicht so ein Typ. Aber ich würde eher sagen, wir sind eher Erwachsene, oder? Oder sind es auch Kinder oder Jugendliche? Ja, bestimmt Kinder, die das alles gut essen. Also indische Leute. Ja, indisches Essen ist auch, glaube ich, sehr scharf gewürzt. So, hier gibt es mal zum Auswählen. Das ging ja schnell. Bitte sehr. Ja, irgendwas muss ich ja nehmen. Und wieder guten Appetit. Eins, danke. Scharf. Ja, okay, ich glaube, bei mir sind würde ich sagen, also hier haben wir so Sticks. Wie heißen die nochmal? Saltlet Sticks? Ja, keine Ahnung. Nee. Paprika Sticks, keine Ahnung. Salt Sticks, also. Soll ich sagen, probieren wir die ganzen mal? Mein Oberlippe brennt. Ja, bei mir brennt alles. Mein Oberlippe ist. Schmeckt halt gar nichts mehr, ne? Meine sind nicht scharf und salzig. Also, mit meinem jetzigen Zustand von meinem Mund. Kannst du es damit unterscheiden, ne? Oder? Dass sie nicht scharf sind. Meine nicht. Also ich sag, die Dinger sind nicht scharf, also. Okay. Wer hat die scharfen gehabt? Max, glaube ich. Max hat hier Hot and Spicy. Hot and Spicy. Ja, komm mal. Und ich hatte die salzigen. Marie hatte Salted, gesalzen. So, sind wir fertig? Auf und zum nächsten Gang. Wir hätten noch ein bisschen schwitzen. Ja, toll. Wer hat gewonnen eben? So. Achso, dann war das gewonnen. Achso. Schnell, los mal. Hier. Ja, sehr gut. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Schere, Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Sag mal! Ah, endlich. Okay, Mama darf wählen. Welchen nimmst du? Ich nehme den. Okay, Max bekommt den. Und das ist auch der letzte Teller hier. Oh, dann habt ihr alles geschafft. Jetzt haben wir hier so ein Highlight, was so richtig scharf ist. Jetzt kommt das richtig allerschärfste, das größte von allen. Also, lasst es euch schmecken! Ernsthaft? Jetzt weiß ich schon selber gar nicht mehr, was da drin sein könnte. Komm, guck mal rein. Nein. Das kann doch... ja. Eine Peperoni! Guck mal. Eine, die es in sich hat. Olive. Hab ich jetzt die Peperoni sind lang. Peperoni? Nein, Oliven, Entschuldigung. Ich hab mir versprochen. Das macht die Hitze, ne? Das ist die Hitze. Die Schärfe. Die Schärfe steigt mir im Kopf. Also. Wir packen auf drei packen wir gleichzeitig rein. Eins. Darf ich mal kurz riechen? Meine sind die scharf. Oh. Echt, jetzt halt prima. Riecht man doch schon. Oder? Weiß
Komm, eins, zwei, drei. Und wer hat was? Bei mir. Das ist doch scharf, oder? Dann wird das die scharfen gewesen hier. Die Mama hat hier. Nee, du hast nur Knoblauch. Bei mir sind die scharfen, ja. Aber du hast es überstanden. Soll ich mal sagen, nicht schärfer als die Chips. Die Chips waren der Hammer. Das nächste, was ihr braucht, ist mal ein Tuch, um euch den Schweiß abzuwischen. Ich trinke mal ein bisschen mehr gleich. Wir brauchen kein Tuch. Trocknet euch mal ab. Ich weiß noch nicht, ist das Angstschweiß oder ist das hier von der Schärfe? Wieso glänze ich jetzt oder was? Nur ein kleines Tuchchen. Okay, so, das war das letzte jetzt und das versprochene Eis gibt es auch nicht, weil da kann es jetzt. Das ist aber schade. Ich meine, schades Eis, gibt es das noch? Nein, aber wir wollten richtiges Eis. Okay, jetzt. So, ja. Das war es jetzt hier von uns und unserer Spicy vs. Real Food Challenge. Genau. Das war ja richtig. Immer noch. Hat Spaß gemacht, mein Mund brennt immer noch. Sei froh, dass du hier nicht mit dabei warst. So, komm mal mit rein, kannst auch mal mit Tschüss sagen. Genau. So. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ja, würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Und weil immer so oft gefragt wird in den Videos, was passiert, nein, gar nicht in den Videos, sondern in den Kommentaren, was passiert eigentlich mit den Lebensmitteln? Lebensmittelverschwendung und es ist alles falsch. Jetzt guckt euch an, was mit den Lebensmitteln passiert. Hier habe ich gerade alles vorbereitet, da sieht man das noch. Hier ist das angebissene Brot, die angeöffneten Chipstüten und so weiter. Und das passiert mit den angebrochenen Sachen hier. Die Mäuse essen das. Mäuse. Genau. Okay, hätten wir das geklärt. Also, hier wird nichts weggeworfen, oder? Ich esse sogar die Schafen. Ich esse sogar die Verpackung. Okay, das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.